Der Wiesbadener Helmut-Schön-Sportpark am Dienstagabend. Ein weiterer Treffpunkt für Sport im Freien zum sogenannten Bootcamp. Ein martialisch klingender Sport, dessen Titel Trainer Dennis Hörl für leicht irreführend hält. Bei uns ist es eher darauf hin zurückzuführen, dass wir viel mit Motivation arbeiten, dass wir im funktionellen Bereich auf jeden Fall arbeiten, gucken, dass wir die Booties über Progression und Regression an ihre Grenzen, an ihr Limit bringen. Also für mich war ausschlaggebend, dass es Sport in der freien Natur ist. Ich habe es mal mit einem Fitnessstudio probiert und das war gar nicht mein Ding. Und nur Joggen hat mich auch nicht gefordert. Und dann habe ich vom Bootcamp gehört und fand die Sache ganz interessant. Habe mal ein Probetraining mitgemacht und war von Anfang an total begeistert. Es ist sehr vielseitig, es ist immer abwechslungsreich. Jedes Mal gibt es neue Übungen, andere Übungen. Es gibt auch Challenges, die das Ganze dann auch spannend macht, weil wir nicht wissen, wann die kommen. Wichtig für uns, wir sind eine Outdoor-Bewegung und wir wollen auf jeden Fall an der frischen Luft trainieren. Und deswegen sind wir vornehmlich eigentlich in den Grünflächen zu finden. Wir haben hier natürlich in Wiesbaden die Location im Helmut-Schön-Sportpark und an der Reisinger Anlage.